Hallo, ihr Lieben! Heute habe ich wieder ein Video, was ein paar Minuten länger geht. Also holt euch ein Käffchen oder einen Tee oder was auch immer ihr gerne wollt. Und wir bemalen heute nämlich Stoffbeutel. Ich habe einen Teil zwar rausgeschnitten, aber jetzt nicht so viel. Ich habe es euch jetzt einfach auch im Zeitraffer dann reingeschnitten. Jetzt also dadurch. Äh, ist es zwar ein bisschen länger geworden, wie gesagt, aber ich möchte euch natürlich die Sachen auch zeigen, wie ich sie mache, damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür habt und nicht äh, enttäuscht seid, wenn ihr vielleicht nur einen Teil davon seht. Als erstes habe ich mir Vorlagen ausgedruckt. Äh, ihr könnt natürlich auch frei Hand zeichnen, das ist jedem selbst überlassen und habe mir, ich bin ein Fan von dieser Hamse Hand, falls euch das was sagt, und äh, habe dann mit einem Bleistift das Ganze vorgezeichnet und hat sich auch ganz gut gemacht. Das heißt also, wenn ihr euch eine Vorlage ausdruckt, dann unbedingt schauen, dass das stark genug, äh, also schwarz am besten durchkommt, damit man das halt dazwischen reinpacken kann und man das so ein bisschen abpausen kann und äh, dann könnt ihr halt auch gleich loslegen. Ich habe mir bestimmte Stoffmalfarben geholt. Die seht ihr da unten schon. Ich hoffe, ich denke dran und verlinke euch die. Ich fand die wirklich sehr angenehm. Ich fand die auch sehr ergiebig. Und das hat sich wirklich sehr, sehr schön gemacht. So, genau, ich zeichne da nämlich noch ab. Ähm, wie gesagt, es es hat sich auch sehr sehr angenehm gemacht. Also ich habe es mir viel viel schlimmer vorgestellt. Ich hatte das bei einer anderen YouTuberin gesehen, die das bemalt hat und eben auch mit dem Abhausen. Das ist Kali Cassie, falls jemand das was sagt. Sie macht auch ganz viele DIYs und äh, zeigt euch ein paar schöne Sachen immer. Und ich liebe ihre Art sehr. Sie ist da so freudig immer mit dabei. Und genau, also dadurch schaut im Zweifel auch gerne dort vorbei. Ansonsten ähm, habe ich dann erst, das war für mich jetzt günstiger, ich weiß nicht, ähm, je nachdem nach Motiv äh, könnt ihr das natürlich auch immer anders machen. Ich habe äh, erstmal die Kontur für mich vorgezeichnet. Und habe da einfach so ein bisschen schon mal das Gefühl für die Farbe und wie das Malen halt so funktioniert. Also dafür war das wirklich echt schön, das nochmal auszuprobieren. Und äh, ich habe ewig schon nicht mit ähm, Stoffmalfarben gearbeitet. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es auch in meiner Kindheit schon mal gemacht habe. Also ich habe keine Ahnung. Und äh, genau hier fange ich jetzt dann schon an das Ganze leicht äh, dann gleich bunt anzumalen. Wie gesagt, ich liebe ja die Hamza Hand. Wie gesagt, äh, wer da so ein Fable für hat, kann ich nur empfehlen. Ich habe sowohl als Ohrring auch als auch als. Ähm, ich habe so ein Armband, wo ich immer so Stücke setze. Ich weiß nicht, ohne Produktnamen zu nennen, beziehungsweise ich bekomme dafür auch keine Werbung. Äh, ich habe mir von Pandora das äh, Armband, da habe ich eben auch so ein Schamanhänger dazu geholt und ich lieb's, ich mag sie sehr und äh, für mich auch so ein Stück weit mein Zeichen jetzt auch geworden und ohne an diesen ähm, indischen Glauben direkt zu glauben, äh, für mich gibt's keinen Glauben in dem Sinne. Ich habe für mich eine eigene Hand, Haltung und habe keine Religion. Also so als Info. Aber wie gesagt, ich liebe die Hamsa Hand sehr und habe mich dann eben auch sehr darauf gefreut, diese zu bemalen. Und ich habe sie auch einer Freundin geschenkt und sie hat sich auch sehr darüber gefreut. Sie hat von mir zum Beispiel auch, wer meinen Kanal ja schon länger kennt, ich habe eben auch Seifen schon mit dieser Hamsa Hand gemacht. Und dadurch war das für mich jetzt äh, gar keine Frage, was als erstes auf dem Beutel raufkommen soll. Und habe es eben auch in Farben gemacht, die es für mich jetzt äh, sehr angenehm waren. In äh, Rot und in Blau. Und ich finde auch, fürs erste Mal finde ich das auch wirklich sehr schön geworden. Klar kann man mit Stoff mal farben. Man bekommt manche Sachen nicht ganz so schön sauber hin, Aber ich glaube, fürs erste Mal und sowieso fand ich das sehr schön. Die Farben haben sich damit sehr schön gemacht. Wer also meinen Kanal noch nicht abonniert hat, darf dies übrigens gerne machen. Und freue ich mich gerade unheimlich sehr darüber, wenn Menschen meinen Kanal abonnieren, mir ein Däumchen nach oben dalassen oder eben halt auch einen Kommentar dalassen und vielleicht auch eine Frage haben, wie ich Dinge gemacht habe, wie ich sie vielleicht auch mal anders machen kann. Es gibt natürlich auch Videos... Die oder die da vielleicht nicht so gerne gesehen werden. Das ist aber auch vollkommen okay. Für mich ist das ein unglaublich schönes Hobby, sowohl das Basteln als jetzt eben auch die, die Videos auf äh, YouTube hochzuladen. Dadurch ähm, ist alles, äh, wenn jemand meine Videos schaut, einfach was unglaublich Tolles für mich. So, hier bin ich jetzt fast fertig mit der Hamza-Hand. Habe sie da also dementsprechend schon in den schönen Farben verewigt. Übrigens, das hat auch was sehr Mediatives, also was ganz Entspannendes. Ich höre in der Regel, deswegen vertone ich aktuell auch immer nach, weil ich äh, meistens ein Hörbuch nebenbei höre. Und für mich das ganz, ganz äh, entspannt dabei auch ist und dann den Alltag so ein bisschen hinter mir lassen kann. Und ja, ansonsten hier habe ich noch einen zweiten Stoffbeutel gemacht. Und das ist ein Logo von einer Band, wo ich ganz gerne hingehe. Wer den Kanal abonniert hat, der wird auch sehen, ich lade auch Musikvideos hoch. Und das ist halt eine Band, wo ich unheimlich gerne hingehe und die für mich halt ein wichtiger Part ist. Und ich die Musik halt auch schön finde. Es ist eine Coverband, das heißt, dort wird Musik gespielt aus den letzten 50 Jahren und hat dann dementsprechend auch viele Lieder, die man selber auch kennt. Wer schon auf so einen Covers steht, der also gerade so die älteren, da sind Stones mit bei, zum Beispiel eben auch Van Morrison ist mit bei und also wirklich schöne Sachen und dadurch wollte ich dazu eben auch einen Beutel machen. Das war aber eben tatsächlich auch nur noch mal so ein bisschen auszuprobieren, wie funktionieren die Farben. Ich habe auch noch mehr Beutel da, das heißt, die kann man sich zum Beispiel auch gut bei Amazon bestellen. Und äh, da werde ich ganz viele noch von machen, weil es wirklich was Tolles ist, was man eben auch verschenken kann. Das ist ähnlich wie mit den Seifen. Auch das kann man so schön verschenken und kann eben auch eine Freude darüber machen. Habe jetzt wie gesagt auch so ein bisschen den Tobo eingeschaltet, damit er dann. Nicht zu sehr gelangweilt wird. Und falls ihr übrigens Ideen habt, was ich noch machen kann, wo ich euch vielleicht eine Technik gerne zeigen kann oder ausprobieren kann, es ist ja immer ganz schön, wenn man jemanden sieht. Also ich bin wirklich komplett ahnungslos in manchen Techniken und zeige euch dadurch einfach auch, wie kann jemand oder wie macht jemand das, wenn man das noch nie vorher gemacht hat. Und ist zwar manchmal ganz schön, wenn andere zum Beispiel zeigen, oh, da diese Technik gibt, aber sie funktioniert halt auch nicht immer gleich und man muss manchmal ein ganz kleines bisschen üben. Und äh, was auch immer wichtig ist, äh, man entwickelt sich ja mit jedem Mal, wenn man etwas probiert, weiter und probiert vielleicht auch andere Techniken und dadurch, ja. Hier habe ich noch mal so ein paar Kanten nachgemalt, wo ich festgestellt habe nach dem Trocknen, dass man vielleicht noch mal so ein bisschen das Ganze intensivieren kann. Gerade die Kanten waren für mich halt wichtig, dass die so ein bisschen sauberer noch aussahen. Und dadurch habe ich wie gesagt da noch mal ein Stück weit nachgearbeitet und gerade weil ich es auch verschenken wollte und meiner Freundin gerne eine Freude machen wollte, war das für mich halt sehr sehr wichtig. So und hier habt ihr jetzt das Ergebnis dann gesehen und ich hoffe ihr habt äh, einen wunderschönen Sonntag. Euch hat hoffentlich das Video gefallen und ihr habt so ein bisschen vielleicht gesehen, wie man zum Beispiel eben die Stoffbeutel bearbeiten kann und probiert es vielleicht gerne mal aus ich hoffe ich denke an alles dass ich es verlinke und wir sehen uns nächsten sonntag